Max Schmeling ist der wohl legendärste deutsche Sportler aller Zeiten. Während den 30er Jahren war er Boxweltmeister im Schwergewicht und lieferte sich mit dem bis heute von vielen als bester Boxer aller Zeiten angesehenen Joe Louis eine der bedeutendsten Rivalitäten in der Geschichte des Boxsports. Obwohl er im Zweiten Weltkrieg an die Front geschickt und bei einem Fallschirmspringen verletzt wurde, überlebte er und gelang tatsächlich nach dem Krieg durch einen Coca-Cola-Deal an Wohlstand und konnte 99 Jahre alt werden. Dieses sehr interessante Leben wurde zweimal verfilmt. Zum einen 2002 mit dem Fernsehfilm Joe und Max und zum anderen 2010 mit dem Film Max Schmeling. Mal sehen, ob einer der beiden irgendwas taugt. Joe und Max ist eine amerikanisch-deutsche Co-Produktion und zeigt die parallel ablaufenden Leben von Max Schmeling und Joe Louis ab 1936. Zu Beginn des Films sind beide Sportler in ihrem jeweiligen Land sehr beliebt. In Deutschland weitet sich der Einfluss der Nationalsozialisten immer weiter aus, was Schmeling durch seinen Kontakt zu jüdischen Freunden wie seinem Promoter Joe Jacobs besonders zu spüren bekommt. In den USA hingegen steht Joe Louis durch seine dunkle Hautfarbe unter gesellschaftlichem Druck. Schmeling ist zu diesem Zeitpunkt mit 30 Jahren schon ein alterner Boxer, welcher einige Niederlagen hinter sich hat und sich auf dem absteigenden Ast seiner Karriere befindet, während Louis mit seinen 22 Jahren eine lange Siegesserie vorzuweisen hat. Der zwischen den beiden stattfindende Kampf soll den nächsten Titelherausforderer für den derzeitigen Weltmeister James J. Braddock bestimmen, dessen Leben mit dem Film Cinderella Man verfilmt wurde. Im Vorfeld des Kampfes erklärte Max Schmeling der Presse, dass er in Joe Louis' Kampfstil einen Schlüssel zum Sieg für sich entdeckt hatte. Den ersten Kampf gewinnt Schmeling nach 12 Runden überraschend durch K.O. und erschafft somit eine der größten Boxsensationen der Geschichte. Daraufhin wird er in Deutschland als Held gefeiert und von den Nazis ideologisch instrumentalisiert. Louis wird gleichzeitig verspottet und von seinem Promoter ausgenutzt. Denn dieser macht einen Deal mit Braddock, welcher dem Promoter 37% und Braddock 10% der Einnahmen von Joe Louis bis an sein Lebensende sichert und gleichzeitig dafür sorgt, dass Braddock als nächsten Gegner Louis wählt. Denn die Amerikaner wollen keinem Nazi eine Titelchance geben, obwohl Schmeling sich die Chance verdient hat. Während Schmeling in Deutschland von Hitler und Goebbels persönlich als Aushängeschild genutzt wird, siegt Louis über Braddock und wird Weltmeister. Er fordert Schmeling zum Rückkampf heraus, welcher 1938 stattfindet. In diesem Kampf geht der Deutsche brutalst in der ersten Runde K.O. Während Joe Louis' Karriere danach steil aufwärts geht, sieht es bei ihm privat eher schlecht aus, da seine Frau ihn verlässt, nachdem Louis öfter fremdgegangen ist. Schmeling wird kurz darauf an die Front geschickt und wie bereits erwähnt beim Fallschirmsprung verwundet. Während Louis zwar eine sehr erfolgreiche Karriere hat, aber gegen seine Überzeugungen als patriotisches Kriegssymbol instrumentalisiert wird. Er muss Reden halten und Spendengelder an militärische Organisationen zahlen. Nach dem Krieg wird Schmeling von den Alliierten schlecht behandelt, da er außerhalb Deutschlands als Held der Nazis gilt. Louis beendet währenddessen seine Karriere, muss aber durch massive Steuerschulden beim Staat Schaukämpfe und Türsteherjobs machen, um überhaupt zu überleben. Schmeling wiederum wird von Coca-Cola angeheuert, da sein Name, vor allem innerhalb Deutschlands, immer noch für etwas steht. Er erhält einen Deal auf Lebenszeit und wird sehr wohlhabend. Am Ende des Films treffen sich beide nochmal und tauschen sich darüber aus, wie ihre Leben verlaufen sind. Sie bleiben lebenslange Freunde. Im Abspann wird darauf eingegangen, wie Schmeling ein langes und ruhiges Leben führte und Louis seine Schulden nie abbezahlen konnte und durch Drogenprobleme ziemlich jung starb. Max Schmeling wird von Til Schweiger verkörpert und ich kann Schweiger als Boxer einfach nicht ernst nehmen. In Trainingssequenzen, wenn er am Joggen und Schattenboxen ist, sieht das genauso aus, wie wenn ich das machen würde. Sein klassisches Nuscheln fällt hier nicht so schlimm auf, da der Film nachsynchronisiert wurde. Schmelings Frau ist der normale weibliche Sidekick, wie man ihn in Filmen wie Rocky oder Warrior auch findet. Louis' Darsteller hat mir überraschend gut gefallen. Vor allem gegen Ende des Films hat man sich Mühe gegeben, das Aussehen des alternden Sportlers einzufangen. Goebbels und Hitler sind mittelmäßige, klassische Nazi-Antagonisten. Schlimm sind die Dialoge, extrem eindimensional und seltenst interessant geschrieben. Ich bin nur zwei Dialogen mit Interesse gefolgt, und zwar denen zwischen Schmeling und Louis. Vor allem dem am Bett und dem Enddialog. Cinematografisch ist der Film seinem geringen Budget und der Natur als Fernsehfilm geschuldet, weder positiv noch negativ auffällig. Der Soundtrack besteht gefühlt nur aus einem einzigen chilligen Jazz-Song, der mir aber gut gefallen hat. Was die historische Akkuratesse angeht, halte ich die Darstellung von Goebbels und vor allem Hitlers so engem Kontakt zu Schmeling für etwas übertrieben, auch wenn Ähnliches wohl in seiner Autobiografie stehen soll, die ich nicht gelesen habe. Bei den Kämpfen, insbesondere bei den beiden Hauptkämpfen, wurde überraschend genau auf die exakte Choreografie geachtet. Auch die Kostüme und wie bereits angesprochen der Look der alternden Boxer ist ziemlich originalgetreu. Zudem mochte ich sehr, dass Braddocks Rolle in der Geschichte der beiden Kämpfer erwähnt wurde. Insgesamt die parallele Gegenüberstellung der beiden Karrieren
ist ein super Konzept für die Erzählstruktur, welches gar nicht mal so schlecht umgesetzt wurde. Sie starten anfangs mit ähnlicher Beliebtheit und gesellschaftlichem Druck, und seit dem ersten Aufeinandertreffen, wenn es bei dem einen gut läuft, erlebt der andere ein Tief in ähnlicher Intensität, was sich sogar bis zum Ende ihrer Leben durchzieht. Wenn man großer Fan von Bocks Geschichte ist, kann man sich den Film ohne weiteres einmal angucken. Mit großartiger Spannung oder Unterhaltung sollte man aber nicht rechnen. Bei Max Schmeling von 2010 hat das urdeutsche Meme Uwe Boll Regie geführt. In dieser komplett deutschen Produktion wurde Max Schmeling von Henry Maske verkörpert, den ich übrigens persönlich getroffen habe und diesen Film auch signiert von ihm besitze. Maske hat in den 80ern für den Boxboom in Deutschland gesorgt und war der letzte wirklich populäre deutsche Boxer. Er war langjähriger IBF-Weltmeister im Halbschwergewicht und hat 10 Jahre nach seinem eigentlichen Karriereende eines der größten Comebacks der Boxgeschichte hingelegt. Anders als Joe und Max konzentriert sich dieser Film ausschließlich auf die Karriere Schmelings ab 1930 und sein gleichzeitig ablaufendes Privatleben. Strukturell wird eine für Biopics übliche Formel angewendet. Man beginnt an einem kritischen Punkt im Leben der Figur und dann wird in einer langen Rückblende bis dahin erzählt. In diesem Fall erzählt Schmeling im Zweiten Weltkrieg einem Gefangenen, den er eskortieren soll, von seinem Leben. Die Rückblende beginnt mit Schmelings Kampf gegen Jack Sharkey 1930, in dem Schmeling nach einem erlittenen Tiefschlag durch Disqualifikation Weltmeister im Schwergewicht wird. Daraufhin verliebt er sich in Schauspielerin Annie Andra. Im Rückkampf gegen Sharkey 1932 verliert Schmeling nach einer kontroversen Split Decision. Heute sind sich Boxexperten und Fans sicher, dass Schmeling den Sieg verdient hätte. Während die Nazis die Macht in Deutschland übernehmen, heiratet Schmeling Annie Andra. Daraufhin beschließt er, den ungeschlagenen jungen Joe Louis herauszufordern. Sein Promoter Joe Jacobs, Trainer Max Machon und vor allem der Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten raten davon ab. Schmeling studiert Louis' Kämpfe, wobei ihm eine Schwachstelle auffällt. Und um diese auch mal zu benennen, Louis war bekannt für seinen extrem starken rechten Schlagarm, mit dem er fast jeden seiner Gegner ausnockte. Er hatte jedoch einen großen Fehler in seiner Deckung. Jedes Mal, wenn er zu einem rechten Schlag ausholte, ließ er kurzzeitig die linke fallen. Gefundenes Fressen für einen guten Konterschläger. Diese Schwachstelle ausnutzend, kreierte er einen perfekten Gameplan, der für seinen Sensationssieg sorgte. Nach dem Kampf floh Joe Jacobs vor dem ausweitenden Einfluss der Nazis in die USA. Schmeling wird in Deutschland gefeiert und zieht mit Annie Andra aufs Land, um den Unruhen in Berlin zu entgehen. Als Louis Weltmeister wird, fordert Schmeling trotz Gegenwehr des Reichssportführers den Rückkampf. Wie gesagt, erste Runde aufs Maul. Zurück in Deutschland rettet Schmeling die Familie seines Schneiders vor der Judenverfolgung und der Reichssportführer entscheidet, mit dem Adjutanten Hitlers den Boxer an die Front zu schicken, da er eine Schande für Deutschland darstellt. Überraschenderweise überlebt Schmeling und kehrt zu Annie Andra zurück, die ihn für tot gehalten hatte. Bei der Entnazifizierung landet Schmeling im Knast, wo er zufälligerweise genau dem Soldaten begegnet, welchen er eskortieren sollte und befreit hat, woraufhin er aus der Haft entlassen wird. 1948 beendet er nach dem Kampf gegen Richard Vogt seine Karriere. Henry Maske zeigt eine passable Schauspielleistung. Seine ausdruckslose Performance fällt unter den anderen, auch nicht wirklich berauschenden deutschen Schauspielern kaum auf und passt auch für die Darstellung Schmelings. Seine vernuschelte Aussprache kann jedoch stören. Trotzdem wirkt er viel besser als Schweiger und generell wirken die Kampfszenen sehr authentisch, da Profiboxer am Werk sind. Während der Produktion dieses Videos sind mir außerdem die Parallelen zwischen Henry Maskes und Schmelings Biografie aufgefallen. Beide haben ihre Karriere in einem diktatorischen Staat begonnen, denn Maske ist ein Kind der DDR und hat sogar für die DDR eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen. Beide haben eine Boxeuphorie in Deutschland ausgelöst und hervorragende Boxrivalitäten gekämpft. Maske mit Rocky Gianni und vor allem mit Virgil Hill. Und nach ihren Boxkarrieren hat der eine einen lebenslangen Coca-Cola-Deal gelandet, während der andere Unternehmer bei McDonald's geworden ist und dadurch viel Geld verdient hat. Henry Maske gehören momentan 10 Filialen in Deutschland. Zudem konnten sich beide sogar kennenlernen und Schmeling selbst soll sogar gesagt haben, dass er sich Maske als Hauptdarsteller in einem Film über sich wünscht. Zurück zum Film. Wie bereits erwähnt, wird in Max Schmeling viel mit Profiboxern gedreht. Beispielsweise der Louis-Darsteller Juan Pablo Hernandez und auch der Darsteller von Vogt, Arthur Abraham, sind selber Weltmeister gewesen. Auch in diesem Film ist Annie Andra die klassische besorgte Ehefrau des Sportlers. Joe Jacobs und Max Machon besitzen zwar Ausstrahlung, sind aber auch nur noch 15 Trainer und Promoter. Der Reichssportführer und der Hitler-Adjutant sind wieder austauschbare Nazi-Antagonisten. Die Dialoge wiederum fallen nicht so negativ auf wie in Joe und Max, sind aber absolut nichts Besonderes. Inszenatorisch wurde sich hier mehr ausgetobt. Die Produktion wird grundsätzlich etwas hochwertiger, aber die Kameraarbeit ist in einigen Stellen, egal ob gewollt oder ungewollt, etwas sehr wackelig. Trainingsmontagen und Kämpfe sehen gut aus, aber ein großes Problem besteht beim Sounddesign und der Choreografie. Den Schlägen fehlt es einfach an Wucht.
Vergleichen wir doch einfach mal eine Kampfszene aus Max Schmeling mit einer aus dem eben erwähnten Cinderella Man. Die 10. Runde, aber nach dem Hochgefühl seine Schilder nicht verlassen. Dieser Kampf steht jetzt auf das Messer schneide. Sekunden mehr. Und da! Der Soundtrack ist dafür, dass es um einen Sportler geht, etwas zu überschwänglich und pathetisch, aber klingt ganz ordentlich. Am grausamsten ist jedoch die historische Akkuratesse. Doch zunächst zum Positiven. Schmelings indirekter Kontakt zu Hitler durch den Adjutanten und Reichssportführer scheint mir etwas realistischer. Außerdem hat mir gut gefallen, dass auf die Arbeit mit Filmmaterial eingegangen wurde, da Schmeling einer der ersten Boxer war, die sich dieses Mediums bedient haben. Negativ anzumerken sind insbesondere die sehr lose beachteten Outfits und Kampfchoreografien. Generell mussten viele historische Fakten der cineastischen Darstellung weichen. Beispielsweise wurden einige Kämpfe in ganz andere Settings gepackt und falsche Austragungsorte erwähnt, obwohl eine kurze Google-Suche dies hätte verhindern können. Auch beim Casting der Gegner wurde sich kaum am tatsächlichen Aussehen der Sportler orientiert. Am schlimmsten ist der letzte Kampf gegen Vogt. Hierfür wurde Arthur Abraham, welches zu der Zeit erfolgreich und bekannt war, einfach als eine Art Gaststar in den Ring gestellt, ohne ihn auch nur ein bisschen an Vogt anzupassen. Auch der Ausgang des Kampfes ist komplett erfunden, um irgendwie ein episches Ende zu finden. Eigentlich wurde der Kampf ganz normal durch Punktentscheidung beendet. Die ganze Geschichte mit dem Kriegsgefangenen wirkt so, als hätte man krampfhaft versucht, Schmeling noch heroischer darzustellen und der Erzählung eine Klammer zu verpassen. Auch wenn Ähnliches wohl in seiner Autobiografie stehen soll, die ich immer noch nicht gelesen habe. Kann man Henry Maske und Max Schmeling sehr gut leiden, wird man mit dem Film Spaß haben. Für alle anderen ist dieser Film einfach nur ein x-beliebiges Sportler-Biopic in schlecht.